Schnibbel die Stopp und hallo Rio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 Karrieremodus mit mir und FKRA auf Legende am Freitag. Und wir gucken uns direkt mal an, was hier steht. SC Freiburg Ligaspiel. Ein konnte sich in den letzten Spielen zwar nicht ein absoluter Pressform präsentieren, aber es soll lässt sich davon nicht entmutigen. Wir haben zwar nicht bla 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 bla. Solide bezeichnete Trainer Eintracht und die Abwehr von SC Freiburg. Hm. Okay, Kader groß genug. I don't get it irgendwie. Auf jeden Fall, heute spielen wir gegen die Freiburger, dürften eigentlich bis auf Damba auf die volle Breitseite setzen können. Mongiadeva, Traoré und so weiter. Ja, Brooks, dass der nicht kann, war mir klar, deswegen Chixen rein. Dass Jung nicht kann, war mir auch klar, deswegen Dezwart, der ist ja eigentlich auch noch besser, finde ich. Und Damba geht das erste Mal raus für Otschipka. Auf der Bank ist nicht viel zum Einwechseln parat. Paredes ist diesmal überhaupt nicht dabei, ja. Es ist Benavente und Cutlets. Cutlets sieht aber nicht fit aus. Benavente übernimmt die erste Halbzeit. Wir haben echt nicht so viel Ausdauer. Könnte echt übel werden. Wir müssen hier mal ein bisschen auf die Ersatzspieler. Stendera. War auch jung und kann viele Positionen spielen. Ja, ja. Stendera, gut. Dann spielen wir so mit Rode, Traoré, Otschipka, Jixon, Juric und den ganzen anderen hier. Das passt so. Kittel auch. Offensives Mittelfeld kommt dann halt eventuell Stendera. Hahn kommt nicht rein. Wir kommen auch Meffert mit. Dann kann Meffert und das müsste eigentlich passen. Benavente. Ja. Und auf der Bank Ceballos. Ansonsten übernimmt halt. Ja. Müssen mal gucken, wie wir gegen die Freiburger spielen. Haben jetzt halt durch den DFB-Pokal ein bisschen das Problem mit dem Stürmer, weil Paredes ja gegen Freiburg zum Einsatz gekommen ist. Aber wir springen rein in die Partie. SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt heißt die Partie. Wir sind auswärts dran. Spieltag 14 ist es. Weil nur eine DFB-Pokalpartie bis jetzt dazwischen kam und die war gestern, wo wir knapp 2:1 gewonnen haben. Und ja, die Dortmunder sind uns punktgleich. Wir wollen natürlich gewinnen gegen die Freiburger. Das steht natürlich fest. Freiburg aber kein schlechter Verein für mich. Kittel direkt mal mit richtig Speed. Benavente, Miyaichi. Und da ist Traoré zum ersten Mal und der geht auch direkt mal an dem vorbei. Flankt den Ball richtig gut auf Miyaichi. Miyaichi! Das war eine richtig geile Aktion. Passt doch den Ball weg! Was ist denn mit dir kaputt, Benavente? Echt. Ich meine, dass du umgefault wurdest. Lass ich jetzt nicht gelten. Richtig stark gespielt. Und der ist sogar drin! Der ist sogar drin! Das war richtig gut. Das war richtig gut. Das war richtig gut gespielt. Ich weiß gar nicht, wer es war. Mit dem Tor. Ohne Scheiß. Ich bin gerade verwirrt. Jixon? Seriously? War es unser Innenverteidiger? Nein. Dann kann ich Jixon gewesen sein. Egal, wer es war. Das 1:0 war unglaublich schön herausgespielt. Schöner Pass. Otschipka war es. Nicht schlecht. Deswegen kannte ich das Gesicht nicht. Deswegen kannte ich das Gesicht nicht. Ja, das war so viel Schusspower hinter den Ball gelegt. Mehr ging nicht. Wenn noch ein bisschen mehr aufgeladen hätte, wäre der Ball auf jeden Fall nicht ins Tor gegangen. Das steht fest. Miyaichi. Oh, der Ball auf Kittel, der dem Ball auch keinen Millimeter entgegenkommt. Warum auch? Ist ja nicht so nötig. Und so kennt man ja. Und Dezwart. Ist ein richtig unangenehmer Spieler. Und der Ball ist im Aus. Dezwart gefällt mir richtig gut. Der läuft immer, immer, immer. Das war technisch nicht so gut. Und Otschipka. Das war richtig genial. Der Pass war aber auch super. Und dann der Schuss. Genial. Juric. Und Dezwart.
sah schon wieder danach aus, als würde hier gefailt werden. So wie hier zwischen Benavente und Kittel. Die haben sich richtig abgesprochen, wie man die Bälle nicht zueinander passt. Und wo stehen die beiden auch immer? Ich check das manchmal nicht. Die beiden... Na, das habe ich gewusst und konnte da trotzdem nicht entgegenlaufen. Guter Pass. Guter Pass auf Benavente. Guter Pass auf Benavente. Und die Schusstechnik ist aber nicht gut gewesen. Die war sogar richtig schlecht. Kittel kommt da angelaufen mit einer besseren Schusstechnik. Guter Reingabe. Miyaishi. Görlitz! Drin das Ding! Görlitz! Was für ein Schuss! Was für ein Schuss! Da lege ich den Ball nochmal zurück. Da liegt noch ein verletzter Freiburger. Und drin das Ding. Hier, schön gemacht. Zack, einfach abgelegt von Traoré. Und Fernandes ist verletzt. Ich weiß gar nicht, ob die den jetzt rausgenommen haben. Benavente. Jo, haben sie für Darida rausgenommen. Doppelt schlimm, das frühe 2:0. Schöne Aktion von Görlitz. Görlitz, stark. Und natürlich Görlitz im Doppelpassspiel mit den allen zusammen. Görlitz, knapp drüber. Ja, Görlitz, ein Unruhe. Er hat wie am Buche steht. Saisontor 4 war das wahrscheinlich für Görlitz. Hier wird er noch weggetackelt. Muriel. Okay. Bin ein bisschen verwirrt hier, wie ich das zu spielen habe. Görlitz schön auf Rode. Aber Rode bisschen ärgerlich da mit dem Ball. Schicksen. Ja, war nicht gut. Aber immerhin den Zweikampf geholt. Hinten. Und der Ball war am Aus. Oczipka. Schicksen. Und da ist Traoré. Nee. Görlitz. Görlitz ist unglaublich schnell mit dem Ball. Und der will auch immer die Bälle sofort haben. Traoré, Kittel. Ja, ich gehe halt gerne schon früh drauf. Ah. Fehlte mir nur ein Millimeterchen. Schön gegrätscht. Ja, wir haben hier ein bisschen Probleme jetzt gegen die Freiburger. Dürfte eigentlich sich relativieren, weil ein Traoré da wieder voll im Weg stand. Traoré. Benavente, schöner Pass. Benavente. Lol. Der war gar nicht so schlecht. Weil aus dem Winkel scheint der Keeper nicht so ordentlich mit gerechnet zu haben. Gefährliche Aktion per Zufall. Juric. Juric auf Oczipka, auf Miyaishi. Auf Görlitz. Miyaishi, Görlitz, Muriel. Komm schon, Traoré.
Kein Abseits. Richtig gute Aktion hier. Traoré. Ja, faul von uns. Irgendwo Richtung Mittellinie begangen. Benavente. 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 Und das müsste Halbzeit geben. Jo, ist Halbzeit. 2 zu 0 führen wir gegen die Freiburger. Das mit hoher Anstrengung verbunden, das Spiel. Viel Laufarbeit bei uns. Schönes Tor von Oczywka. Schönes, noch schöneres Tor von Görlitz. Den dann einfach mal aus der Distanz durch Traorés Pass nach oben reinlegt. Ja, Chancen gab es auf jeden Fall. Hier richtig hart abgezogen von Oczywka. Und dann Kittel, nachdem Benavente das nicht so gut gemacht hat. Aber Görlitz, richtig feines Füßchen. Klatsch. Und das war ja nicht so, als hätten wir damit aufgehört. Nein, wir haben weiterhin Druck gemacht. Und das war echt knapp. Knapp, 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 knapp. Immer wieder schöne Aktionen von uns. In den Strafraum hinein. Und ich habe nicht gewusst, dass das kein Abseits ist. Ernsthaft. Ich habe gedacht, das ist auf jeden Fall Abseits. Deswegen. Wir wurden leider vom Internet unterbrochen. Schade. Nürnberg, Bayer Leverkusen 0 zu 1. Die Arminia führt gegen 1890 Hoffenheim mit 2 zu 0. Gladbach Werder Bremen 0 zu 0. FC Schalke 04 gegen Hertha BSC Berlin mit 2 zu 0 am Führen. Pauli Dortmund 0 zu 0, das ist was Besonderes. Der Hamburger Sportverein führt mit 2 zu 1 gegen den FC Augsburg. Und Wolfsburg führt mit 1 zu 0 gegen Hannover 96. Ja, die haben mehr Ballbesitz, aber den besseren Fußball, den spielen eben wir. Ja, Traoré. Benavente macht auch viel. Ich weiß gar nicht, wie der das gerade vorne hinkriegt. Rode nicht so stark. Umso stärker spielt aber Traoré. Die Freiburger zwar mit mehr Ballbesitz, aber den besseren Spielfluss, den haben wir. Görlitz. Görlitz. Görlitz! Boah, das macht er eigentlich fast perfekt. Wenn er noch ein bisschen bessere Schusstechnik hat, dann ist er der Schrecken der Liga hier. Technisch echt genial. Dabei hat er nur 69. 69. Miyaishi ist genauso, auch nur 68. War immer unglaublich viele gute Pässe am Spielen, die beiden. Benavente, hier wieder mit Görlitz. Und wieder Görlitz. Krass, was der da auf dem Platz rennt. Auch hier wieder geile Aktion. Ja. Kann ich noch so einen harten Pass spielen? Wenn der da nicht freiwillig dran geht, dann bringt mir das nichts. Ich hab den ja voll hart gespielt. Aber eine Körperbewegung dahin macht er einfach nicht. Geh dran. Stell dich dem voll kalt, eiskalt in den Weg. Damit er den Ball nicht direkt spielen kann. Kittel und Benavente nach vorne. Für einen schnellen Konter. Ja, genau das meine ich. Der kommt dem Ball dann halt nicht entgegen. Kittel hat hier ein Problem. Benaventes Laufweg ist nämlich für den Arsch gewesen. Görlitz, richtig schöner Ball, aber nicht weit genug.
Juric hat das stark gemacht. Benavente holt sich da vom ersten Ball, dann aber vom zweiten nicht mehr. Ah, wenn er mal da unten die Leute decken würde, anstatt sich andauernd wieder wegzubewegen, wären wir hier viel effektiver am Spielen. Bewegt sich alle paar Zentimeter weg von dem. Dezwart, Traoré, Dezwart. Das war nicht gut. Verteidigt. Kein Spieler. Juric. Gut gespielt. Schlecht verteidigt. Wir sollten mal wechseln. Ich finde hier so, gibt so ein paar Spielerausnahmen, die da überhaupt nichts. Rode zum Beispiel inzwischen komplett weg. Kittel und Rode, die gehen raus. Traoré übernimmt Kittels Plätzchen. Kittel geht raus, dafür kommt, ja, Bülow kommt rein. Und Benavente geht raus, dafür kommt Ceballos. Ja, scheiße. Rode ist zwar der Beste, der Schlechteste von den beiden, ist aber viel fitter. Auch wenn er Kacke bis hierhin gespielt hat. Guter Ball, Traoré, Miyaichi, 3:0. Ganz, ganz, ganz stark. Ceballos raus, Traoré. Die Flanke war super fein. Hier Ceballos, schöne Hereingabe, Traoré. Schnelle, gute Parade vor allen Dingen vom Keeper hier. Aber Miyaichi ist halt genau da, wo er zu stehen hat. Zuck. Miyaichi 3:0 für die Frankfurter. Wunderschön gemacht. Auch viertes Tor wie Görlitz. Haben ein bisschen mehr rotiert und können aber immer noch schnell spielen, wenn wir das müssen. Traoré vor allen Dingen, der hat so unglaublich viel Ausdauer, ne? Görlitz. Görlitz! Immer wieder Görlitz. Ist auch so ein Spieler, der unglaublich gut Fußball spielen kann. Aber Görlitz ist verdammt normal total im Arsch. Und deswegen geht Görlitz jetzt raus. Dafür kommt dann Stendera rein. Der kann nämlich auch rechtes Mittelfeld spielen. Görlitz sagt tschüss. Teufel gespielt. Wieder ein Tor gemacht. Görlitz raus. Stendera rein. Wieder viel, viel Wirbel. Abseits. Das war deutlich zu sehen. Jetzt pfeifen die vor allen Dingen, weil wir das Spiel gut unter Kontrolle haben. Juric. Juric ganz, ganz stark abgegrätscht. Traoré. Und der Ball ist weg. Und aus. Wir haben die Freiburger direkt unter Druck gesetzt. Da wird der Kopfball von denen direkt ins Aus geballert. Dezwart. Traoré. Traoré.
Und das 4:0. Durch Rode. Durch Rode. Die heute keinen guten Job gemacht hat, aber das war schön. Ditzwart. Bülow, Rode. Drin das Ding. Durch die Beine. Zack. Und dann einfach nur ein cooler Bällchen. Von Rode. Der sein nicht so guten Arbeitstag wenigstens gut vollendet. Dank großer Vorarbeit von Bülow und Ditzwart auf den Außen. Taure natürlich auch, der die ganzen Spieler weggehalten hat. Dann kriegen wir hier die Chance. Rodes erstes Tor war ja unglaublich schönes, wenn ihr euch noch dran erinnern könnt. Ja. Stendera. Traoré. Traoré. Der hat die Ausdauer noch, um den Ball zu bekommen. Stendera. Ditzwart. Traoré. Ceballos, aber der in die Hände von Muriel. Ja, ein bisschen hin und her gepasse vom Ball. Guter Ball. Traoré. Schöner Pass. Aber leider, leider, leider sollte der nichts werden für Ceballos. 4:0 endet es trotzdem am Ende. Traoré hier aber nochmal mit einer schönen Einzelaktion gewesen. Der Ball auf Ceballos gespielt, den der aber nicht verwandeln kann. Traoré heute mit einem guten Job. Hat einen richtig guten Sechser wiedergegeben. War ein richtig gutes Spiel. Schade, dass Traoré da nicht noch eine Torvorlage mehr für bekommen hat. War auf jeden Fall ein starker Spieler in der Sechserposition. Hat viele Bälle verteilt, immer ordentlich die Bälle auf sich gehalten. Und Chipka hier, der für Damba zum Einsatz kam mit dem 1:0. Und hier hätte ich mit ein bisschen präziserem Schuss, anstatt gerade, ich hätte ihn lieber mit Innenriss schießen sollen, aber das war egal. Görlitz hat ja auch guten Fußball gespielt in der ersten Halbzeit. Dabei hat sich ja Fernandes so schwer verletzt. Benavente in der ersten Halbzeit auch nicht wiederzuerkennen, wie in seinen sonstigen Spielen. Die Freiburger haben es ihm aber auch ermöglicht, diese Chancen. Miyaishi, Görlitz, immer wieder Görlitz. Muss man ehrlicherweise dazu sagen, das war wirklich einsame Spitze. Görlitz heute. Kittel hier, der hatte auch ein oder andere Möglichkeit, wieder ein Tor zu schießen. Kam aber einfach nicht in den Genuss des Torerfolgs. Schade eigentlich. Hier die beste Aktion der Freiburger. Ansonsten hat man eigentlich nicht viel von denen gesehen. Ansonsten immer nur uns in der Vorwärtsbewegung. Hier mit dem 3:0. Und dann hier mit dem 4:0. Hätte auch noch übler ausgehen können. Wir hätten ja noch mehr Chancen gehabt. Ceballos hier zum Beispiel noch. Gute Parade von Muriel. Ja, ja, wir hätten hier auch höher gewinnen können. Bastian und Chipka dementsprechend der beste Spieler. Ja, kann ich unterstreichen. Djuric, Schicksen, Ditzwart, Görlitz auch super. Ist denn der Rabülow vor allen Dingen und Rode am Ende dann doch. Traoré leider nur eine Vorlage, auch wenn ich Traoré insgesamt ziemlich stark fand. Ceballos, der hat auch eine Torvorlage bekommen. Finde ich super, Benavente auch. Also da ging auf jeden Fall viel heute. Gut für die Leute, gut fürs Wohlbefinden des Teams. Bielefeld gewinnt mit 3:0 gegen die Hoffenheimer, gegen die wir ja nur ein 1:1 Unentschieden gehabt haben. Lob für Görlitz. Ja, Görlitz echt stark, was der da gespielt hat. Die Frankfurter somit kurzzeitig einen Platz nach oben gegangen. Ich melde mich hier gerade mal kurz an. Und, Daten werden geladen, bla bla bla. Lob für Görlitz. Gucken wir uns doch mal an.
Story ist immer noch beeindruckt von den Jungsleistungen von Felix Görlitz. Im Interview mit der Lokalpresse sagt er, er hat immer gut trainiert, aber seine Leistungen in den letzten Spielen haben gezeigt, wozu er wirklich in der Lage ist. Ja, das ist echt beeindruckend, was das so, was der so kann, finde ich. Zwar ohne Witz, das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Teilweise ziehe ich meinen Hut vor diesem Spieler. Das war schon echt übel. Aber Paraguay sagt und gibt uns ein Angebot, das wir da natürlich eiskalt ablehnen. Meine Rolle im Verein, Malcolm Hahn, ja, das ist auch nur am DFB-Pokal. Energie ist Schlüssel zum Erfolg, mein Story. Ja, na klar, wir sind immer noch. Ach, die haben ein Spiel mehr, 4 Punkte. Ja, trotzdem kommen wir da nicht ran. Boateng, Shaqiri, Alaba, hier nur Bayern-Spieler. In allzu naher Perfektion direkt vor uns, ja. Eiskalt, die Bayern, eiskalt. Ja, wir haben jetzt 3 Punkte Vorsprung, haben eine gute Tordifferenz, haben auch nur 8 Gegentore gekriegt. Bielefeld auf Platz 8 hinter Leverkusen und Hamburg. Eine Tordifferenz ist nicht so pralle von Bielefeld. Die haben viele Tore geschossen, weniger wie wir, aber auch super viele Gegentore kassiert. 21 ist da vorne eine Bestmarke, ja. Wir haben gegen Tabellenzehnten gewonnen, das ist hart. Freiburg, Freiburg, Freiburg. Ja, das ist schon echt übel. Ich habe gar nicht genau darauf geachtet, gegen wen wir wieder spielen. Gegen die Hamburger, schön zu wissen. Gut, Leute, an dieser Stelle wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Das war FIFA 14 im Karrieremodus mit mir, dem Nefkara, auf Legende mit der Eintracht. Und wir sehen uns dann am Montag wieder. Wie gesagt, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis Montag, Leute, dann gegen den Hamburger Sportverein. Haut rein, ciao, ciao!